Wow! Entschuldigung. Hallo ihr Lieben, heute... Hallo zusammen, heute gibt es wieder ein Adventskalender-Unboxing. Und zwar hat meine Schwester, die heute wieder dabei ist, sich einen Adventskalender gegönnt. Und zwar Magic Finish. M-Awesome Magic Finish. Bei M-Awesome kann man sich dieses Jahr zwei verschiedene Adventskalender kaufen. Einmal Awesome Beauty Adventskalender, da sind fliegende Produkte drin. Und das hier ist der Magic Finish Adventskalender. Also da sind nur Kalender, da sind nur Produkte drin aus der Magic Finish Reihe. Ich hatte vor 2 Jahren, glaube ich, auch ein Unboxing gemacht. Oder vor 3 Jahren, ich weiß es nicht mehr. Da habe ich mir auch einen M. Awesome Adventskalender gekauft. Allerdings war das gemischt. Das heißt, da war Make-up drin, da war dekorative Kosmetik drin und da waren auch pflegende Produkte drin. Und das hier ist dann wohl wahrscheinlich nur dekorative Kosmetik und der, also jeder Kalender kostet 59,99 Euro. Könnt ihr auf Awesome direkt kaufen, also auf dem Awesome Online-Shop. Und der bisherige Warenwert soll 177 Euro betragen für diesen Make-up-Kalender. So, und das werden wir jetzt zusammen öffnen. Das ist der Kalender. 24 Boxen sind hier drin, also keine Türchen, sondern Boxen. Ja, den kann man halt wiederverwerten. Die Boxen kann man sehr gut wiederverwerten, zum Beispiel. Finde ich gut. Ne? Ja. Genau. Genau, dann starten wir einfach mit Türchen Nummer 1. Mit Türchen? Mit Box Nummer 1. Ja, die ist hier. Okay. Mach aus. Steht denn da drauf? Shine bright like a star. Okay. Amen. Mach mal vorsichtig, wenn ich den nochmal wiederverwerten will. Ja. Starshine Lip Oil von Magic Finish. Ja, das ist ein Mini-Produkt von Magic Finish. Starshine Lippenöl. Habe ich noch nie gehabt. Das ist kein Lippenstift, das ist so ein zur Pflege unterm Lippenstift. Genau, also. Okay. Wahrscheinlich. Oder ja, weil das so eine Farbe hat, weißt du, dachte ich. Ja, das tönt wahrscheinlich die Lippen so ein bisschen ein. Ja, ich glaube, wir legen den Kalender mal auf den Tisch. Ja. Das ist einfacher. So, das ist Türchen Nummer 2, beziehungsweise Box Nummer 3. Let it glow, let it glow, let it glow. Das könnte ein Highlighter sein, vielleicht. Und auch ein Serum. Magic Finish Serum. Oh. Glow Serum. Diamond Glow ist wahrscheinlich für ein Glow. Ja, das brauche ich. Also so groß, ne? So ein große und dann so ein kleines Produkt. Ja, aber das muss ja auch passen in den Kalender. So, Nummer 3. Nummer 3 ist Believe in the Magic of Christmas. Könnte das sein? Keine Ahnung. Oh, ein Build-Up Hardener, ein Nagellack. Ein Nagelhärter. Nagelhärter. Dann die Nummer 4. Das ist Magic Finish Volume and Repair Lip Balm in der Farbe Ice Champagne. Oh, ist das so ein Plumper? Also so ich glaube, das ist ein Plumper. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte immer so einen haben. So, das habe ich nötig. Nee, ist kein Plumper. Nicht? Volume? Aber Volumen? I don't know. Keine Ahnung. Müsst ihr mal ausprobieren, oder? Oh, wie riecht das? Der riecht so lecker, riech mal. Das riecht nach Beeren? Nee, Zuckerwatte. Ja. Ich guck mal, wie mir das steht. Schön, so natürlich sieht das aus. Schön ja, gepflegt. Hat so einen metallischen, so ein bisschen so glänzend. Mhm. Also ich finde den Decke. Schön für den alltäglichen Gebrauch. Mhm. Eine Nagelfeile, so eine Glasnagel in so einem schönen Etui aus Filz. Ja, genau.
Sieht sehr edel aus, finde ich. Ja. Das ist aber, ich dachte, Glasnagelfeilen sind für so Fallen, aber ja. Das ist eigentlich, also ich habe das gehört, dass es eigentlich für oben drüber ist, damit man, ja. Weiß ich gar nicht. Ja, weil so, das fällt ja nichts ab. Ah, okay. Aber das, ich habe gehört, dass das so gemacht wird, damit die Rillen weggehen und so. Ah, also dass man die Rillen von den oberen Nägeln... Also, ich habe so gehört. Okay, ja, ich kenne das nicht. Ich habe noch nie Glasnagelfeile gehabt. Ich habe mir eine gekauft von, wie hieß nochmal diese, weil als wir in Köln waren, in diesem Laden, da haben wir, da habe ich mir so eine Glasnagelfeile gekauft von dieser Marke. Kiko. Kiko, genau. Kiko. Und ich habe dann gedacht, oh, das funktioniert nicht. Und dann habe ich die irgendwann weggeschmissen. Jetzt weiß ich, wie man das funktioniert. Ah, okay. Voll doof. Magical and Sparkly Times Ahead, das ist ein Highlighter, bestimmt, oder? Oh! Oh, ist das eine schöne Dose! Oh, das ist ja schön! Oh, sehr schön, das ist das Magic Finish Make-up, was ich immer benutze, was eine meiner Lieblings-Make-ups. Das ist jetzt ein Make-up? Ja, das ist dieses Mousse-Make-up. Oh, ich brauche auch ein Make-up. Ja, weil das passt sich dann dem Hautton an. Oh, perfekt. Und ich mag das total gerne. Ja, da freue ich mich schon. Ja. Ich hab... Oh, jetzt habe ich überall Glitter. Also aber die ist schön, die Dose. Ja, aber... Ja gut, die... Naja. Ja, das sind alles so Probiergrößen, ne? Ja. Da war noch keine Full-Size-Größe dabei, obwohl, oder? Ich weiß nicht mal, ob das jetzt eine Full-Size... Ich glaube, die gibt es größer. Also die sind eigentlich größer. Nee, war nicht dabei dann. Nummer 7 ist hier. Okay. Oh, Lippenstift. Magic Finish Satin Lipstick. Der ist rot, bestimmt. Lipstick. Ja, ich hatte nämlich auch einen in dem letzten... Oh, der war jetzt nicht rot. Oh, der ist schön. Die Farbe ist schön. Oh, riecht. Oh, riecht auch sehr gut. Ich weiß sehr gar nicht, schön. Vanille oder so? Oh, sehr schön. Das gefällt mir. Das ist Holiday Crush. Die Farbe. Mal gucken. Der war sehr rosa. Ja, ein bisschen Mauve-rosa, würde ich sagen. Sag mal in die Kamera. Ja, Mauve-rosa-Ton, genau. Ich weiß nicht, ob mir das steht. Oh, ist das ein Magnet? Ja, die Hüllen sind immer super qualitativ hochwertig, finde ich. Weil da auch einmal ein Magnet dabei ist. Habe ich noch nie gesehen. Cool. Das gefällt mir. Aber ich glaube, die Farbe wird mir nicht so stehen. Ja. Willst du die haben? Ja. Darf ich? Ja, dann darfst du die haben. Weil ich bin mehr so der Wintertyp. Ich glaube nicht, dass man das... Oh, wenn ich die haben darf? Ja, ich habe das nämlich auch vom, also ich habe, was ist denn meiner? Was soll ich damit, wenn mir das nicht steht? Das ist so ein bisschen korallmäßig auch. Das ist nämlich der aus meinem letzten Adventskalender vor 3 Jahren. Hast du die auch so eingeholt? Ja, das war gemischt. Also war aber auch von den? Ja, im Assam. Ach so, genau. Okay. Genau das und das war ein richtig knalliges Rot, das ist jetzt natürlich... Ja, das ist schon eher... Aufgebraucht. Willst du den haben? Aber den habe ich benutzt. Ist ja egal. Das ist ein richtiges Rot, knalliges Rot. Ich glaube, das nehme ich gerne. Okay, bitteschön. Oh, wir tauschen. Schon was für mich. So, Nummer 8. Was war denn da drin? Das ist Mini. Das ist echt mini. Also kein Full Size. Das ist ein Lippenumrandungsdingens, Lipdesigner, auch in der Farbe Holiday Crush. Ja, dann musst du das auch nehmen. Ja, genau, dann muss ich das natürlich auch nehmen. Geht ne? Nicht anders. Weil das ist die gleiche Farbe wie der Lippenstift. Ja. Ein Nagellack, okay. Studio Nail Polish. Ja. Da ist das Quadrat. Ja. Genau, super. Das ist eine schöne Farbe. Die gefällt mir. Schön rot. Oh, ne? Die passt sogar zu dem Lippenstift, den ich jetzt von dir habe. Siehst du? Perfekt. Ich bin. Nee, du bist dran. Nein, nee, du bist. Oh!
einen Spruch drauf. Da ist ein Spruch drauf. May your day be as bright as your highlighters. Also ein Highlighter wahrscheinlich. Also, Magic Finish. Ist klar. Hollywood Glow Powder. Das muss ein Highlighter sein. Oh, der sieht ja mal toll aus. Erinnert mich an... Der sieht mal schön aus. Toblerone. Toblerone, ne? Mit den weißen, klebrigen Teilen in der Schokolade. Sehr schön. Hammer. Und mit dem Spiegel. Oh, ein Spiegelchen, süß. Das ist ein golden, also golden fällt das aus. Goldig. Riecht das auch goldig. So gut? Ich weiß nicht, ob man das in dem Licht hier sieht. Aber sieht schon mal... Oh ja, sehr golden. Ja. Sehr golden. Meinst du, das kann man... Sieht doch dann, man sieht das doch dann. Vielleicht für den als Lidschatten kann man auch. Ja, ich glaube auch. Wenn das zu stark ist. Oh! Oh, ist das schön. Soll ich auch machen? Oder? Mach mal auf. Okay. Weil... Ja, und sogar mit Pinselschutz. Pinselschutz? Ja. Sowas gibt es. Ja. Was nicht alles gibt. Und ich mache den auch schon kaputt. Moment. So, das ist ein Pinsel und das ist einfach ein Schutz, dass er den Pinsel in Form hält, zum Beispiel nach dem Waschen oder so. Ah, jetzt habe ich auch was gelernt. Oh, guck mal. Und mit Glitzer. Das ist ja mal schön. Das ist ein, ist das ein Blenderpinsel? Ja. Ist ein Blenderpinsel? Blenderpinsel sind eher rundlicher, aber kann man auch zum Ausblenden benutzen. Sehr schön. Glitter like snow. Ja. Eye Shader Brush. Ja. Sehr schön. Der gefällt mir. Mit dem ich liebe ja Glitzer, ne? Ja. Auch ein Pröbchen. Das ist aber sehr Pröbchen. Ja, Instant Dry Drops. Instant Dry Drop. Trockene Tröpfchen. Wofür denn? Magische Schnelltrocknungströpfchen für Nagellack. Ach so, das habe ich ja von Essen. Von Essen. Ja, ja, die habe ich auch benutzt. Das benutze ich immer. Ja, ist eins meiner Lieblings. Ja. Nageltropfen, Nagellack-Schnelltropfen-Gedöns. Und das ist dann halt von M. Asam. Darf ich aufmachen? Natürlich darfst du das aufmachen. Sehr, sehr klein. Aber. Oh, das ist aber wirklich klein. Ja, gut. Aber die sind echt gut. Die trocknen den Nagellack wirklich schneller. Ja, ja, die von Essie, die du benutzt, die benutze ich auch. Von Essence. Also habe ich von Essence, habe ich immer. Oh, Eyebrow Design. Aber falsche Farbe. Light Brown. Augenbrauenstift. Zeig mal. Ha? Zeig mal in die Kamera. Magic Finish. Augenbrauen Designer. Das ist Light Brown. Ja, wieso? Also von der Farbe auf der Packung sieht es schon aus wie die ich benutze. Echt? Ich benutze die von Essence. Ja. Diese Standard. Und davon. Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich glaube, sie wäre dir zu hell. Das passt. Nee, das ist doch meine Farbe. Du hast doch. Okay. Ja, aber ich habe das mit Schwarz mal gemacht oder ganz dunkel. Ja. Das sah furchtbar aus, weil dann hatte ich so. Das sah richtig stark aus. Ah, okay. Also das benutze ich dann doch lieber, weil dann sieht das natürlicher aus. Ah, okay. Ja. Bei mir. Au! Oh, das finde ich auch gut. Das sind diese Augenbrauenformen. Das heißt, du legst dir die Schablonen. Du legst dir die dann da drauf auf deine Augenbraue. Das sind verschiedene. Ja. Und kannst dann mit dem Puder. Funktioniert das? Hast du das schon mal ausprobiert? Ja. Also jetzt nicht diese hier, aber. Aber muss man dann so die ähnliche nehmen? Ja. Oder? Ja, das sind ja verschiedene. Classic, Elegant oder Dramatic. Und die musst du dann die nehmen, die dann bei dir am besten passt. Ja, genau. Also du kannst dir jetzt nicht aussuchen, an dem Tag möchte ich die haben und an dem Tag... Nee, wenn, achso, dann musst du ja deine Augenbrauen anpassen. Mhm. Okay. Perfect Make-up Transparent. Was ist das? Perfect Make-up Transparent. Aber ein... Perfect Me Make-up Transparent. I don't know. Das kenne ich noch gar nicht. Ein Make-up, der transparent ist? Über die Tagespflege, ja, ich muss mir hier zeigen, über die Tagespflege oder bei Bedarf auftragen. Hä?
Also ganz normales Make-up, aber ich denke, das ist mehr so wie eine Babycreme, so eine. Ja, mit ganz, ich glaube. Ach so, okay. Oh, ist ein bisschen schwer. Ach, schon wieder ein Nagel. Ja, bestimmt. Ja. Oh, ja, der ist schön. Ja, das ist wieder ein Nagellack. Aber wir haben ja auch einen Spruch. Holiday Magic in the Air. Rose Gold. Ja, Rose Gold. Ich trage eigentlich nur schwarz. Schwarz ist mein... Momentan, oder? Nee, immer. Du hast doch früher auch mal andere Farben getragen. Das ist schon länger her. Aber ich trage jetzt nur schwarz. Ich sehe das ganz oft, auch so andere YouTuber, Männer, die tragen in letzter Zeit alle so schwarzen Nagellack. Ist wohl jetzt irgendwie... Ja, ja. Ich weiß nicht, gefällt mir einfach. Ja, ist auch schön. Das war 16? Ja, jetzt ist 17. 17. Warte, da steht was. Ah. When in doubt, wing it out. Was heißt das? Doubt, heißt das nicht Schuld oder sowas? Egal. Wing it out. Wing, wenn du Schuld wing? Hast. Ich glaube, das ist ein Eyeliner oder so. Ah, ja, Wings. Ja. Das ist ein Eyeliner. Miracle Eyeliner Pen in Black. Kannst welcher du? Welcher Spitze? Kannst du? Oh ja, die Spitze finde ich gut. Damit kann ich auch am besten. Kannst du Eyeliner zeichnen. Machen? So? Auch so Wings? Könnte ich, wenn ich nicht diese bescheuerten Schlupflider hätte. Ich krieg das nicht hin. Ich habe, weil ich ja die eine Seite eventuell, ne, aber dann musst du ja die andere Seite genau gleich. Ja, ich glaube, das braucht Übung. Ja, ich habe Frauen gesehen, die machen das eben mal schnell. Mhm. Also ich habe das versucht, ich habe es geübt und geübt, es geht nicht. Und auch Wimpern ankleben habe ich auch geübt und habe auch diese Hilfe dazu genommen. Kann ich auch nicht. Ich krieg's nicht hin. Ja, furchtbar. Lipgloss. Oh, schön. In, kann man immer gut in Babyrosa mit Glitzer. Ich glaube, das ist eher natural. Das ist das ohne Farbe. Ohne Farbe und dann mit ein bisschen Glow. Die Sachen riechen richtig gut. Das riecht nach Jahrmarkt Popcorn oder irgendwie. Ja. Süß halt. Boah. Die sind auch essbar, ne? Ja. Schminke kannst du essen, ist nicht giftig, weil du. Die haben dann so gemacht, dass du das ja auch im Mund tun kannst. Ja, das ist schon, aber ich würde ihn nicht essen. Oh, was ist das? Ein. Groß. Brow Fixing Gel in Light. Wieso Light? Ja, wo die meisten. Was heißt denn Light? Light hell. Ja. Ja, aber das Fixing Gel ist doch nur immer ein Gel, das man nicht sehen soll, doch, oder? Doch, es gibt auch farbige. Wie zum Beispiel das hier. Das sieht wie Gold. Aber das passt doch mit deinem Augenbrauen-Styler, den du auch drin hattest. Diese Light. Ja, warte mal. Warte mal eben. Ja, das ist aber heller, ne? Ja, das stimmt. Ich probiere es einfach aus. Ja. Mein Gott. Dafür ist das ja auch da, ne? Das sind Probiergrößen. Und testen, genau. Oh, ein langer Spruch. May you shine brighter than the lights on your Christmas tree. Oh. Shining bright. Ich dachte, Glow oder Highlighter. Hatten wir nicht? Glow hatten wir doch schon, ne? Oder? Ah, oh, schon wieder nachgeladen. Oh. Und dann nicht sowas. Und dann so komisch, ne? Glitter halt. Aber so grün. Der soll Gold sein, aber er hat einen leichten Grünstich. Ja. Welche Farbe ist denn das? Glanz? Holiday Lights. Ich probiere mal eben. Ja, ich denke halt Topper. Ne? Normalen Nagel. Ja, ja. Und dann ja, ein bisschen Glitter. Ja. Mhm. Ja. Hier rein. Oh. Schrei mich nicht an. Oh, wie süß. Das ist auch ein Mini-Lipstick. Ein Lipstick? A Red Ribbon, also ein rotes. Oh mein Ding. Gott, das ist was das für ist, mich. Oh. Ja, ja, welche Farbe hat denn meins gehabt? Ja, deiner war richtig. Ja, den haben wir jetzt eingepackt. Ja, nee, der war ja richtig knallig. Der ist ja ein bisschen dunkler, ne? Ja. Ja, aber doch, süß. Das gefällt mir sehr gut. Sehr süß. Das Handtäschchen. 22?
Sind die eigentlich immer in dieser, also die ganze Serie von denen, ne, ist die immer in dieser Farbe von den Packungen her, in dieser Farbe, also die Verpackung? Welche Verpackung? Zum Beispiel der Deckel oder dieses... Ja, das ist eine Reihe, ja. Also du. Also die haben nicht nur sowas, sondern es ist nur die Reihe und die haben andere, wo die dann schwarz sind oder so. Nee, haben die nicht. Die haben immer das. Das ist immer das. Das ist immer golden und dann... Ach so, okay. All I want for Christmas are magical makeup looks. Okay. Sehr leicht. Make-up? Ah ja, Make-up. Porzellan-Tant. Könnte passen bei dir. Magic was Finish. Ist das mit, das ist mit, ist das nicht Sonnenschutz 30? Guck. Ja, Lichtschutzfaktor 30, Magic Finish in der Farbe Light. Hast du auch? Ja, das ist meins. Das brauche ich gerade auf, aber das ist noch das Normale. Und das haben sie jetzt in farblich so sortiert. Ah ja, okay. Hm? Genau. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wieder was Kleines. Das ist auch ein Augenbrauendesigner, aber in der Farbe Bronze. Ja, das ist halt dieser Ton hier. Bronze und das ist ein Eye-Designer. Eye-Designer. Auge. Augendesigner, also nicht Augenbrauendesigner. Ich wollte schon sagen. Ja, das aber ist ein Lidschatten wahrscheinlich. Ja. Oder irgendwie ein... Ja. Naja, das finde ich nicht schlecht. Ne, finde ich auch nicht schlecht. Ich dachte nur gerade, Augenbrauen. Ich habe mich vertan. So, du darfst jetzt das 24. Türchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn da drin? Gott. Ist aber klein. Wo ist das? Das muss hier dein Full-Size-Produkt sein. Das glaube ich nicht. Obwohl, ein Full-Size-Produkt war ja drin. Ja? Der Lippenstift. Ah ja, stimmt. Nee, das ist kein Full-Size. Das kann nicht sein. Das ist viel zu hoch. Obwohl, Nagellacke sind ja auch Full-Size-Produkte. Da waren ja einige dabei. Das ist kein Full-Size. Ist kein Full-Size-Produkt, aber... 5-in-1 Hybrid-Mascara. Ne, Mascara. Ja, das ist gut. Aber im Mini-Format. Ja, ist okay. 5-in-1 Hybrid. Hybrid Mascara, I don't know. Kenne ich nicht. Ja, die haben, krass, ey, wie teuer das ist. Weil so kostet der 59,99 der. Ja. Und da stand drauf, dass der Wert drin 177 Euro. Nee, 100. War das 177? Ja, tatsächlich. Krass, dass so Pröbchen die sind nicht. Ja, aber die sind nicht günstig, die Produkte. Ja, aber krass, so viel. Allein das Make-up hab ich 24 Euro bezahlt für eine Flasche. Ja, also die sind gut, muss ich sagen. Ja, das werde ich jetzt auch prüfen und testen, ob sich das jetzt hier gelohnt hat, ob die wirklich so gut sind, weil ich habe noch nie von Assam was benutzt. Ja, ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, die sind wirklich sehr, sehr gut. Okay. Bin ich begeistert sein. Na gut. Okay. Ja, schön. Da hast du ja einiges zum Ausprobieren. Ach ja. Doch, das war sehr schön. Gut. Das freut mich. Und ich habe einen neuen Lippenstift und einen neuen Lip Liner. Hast du doch noch was abgestaubt? Ja. Ja. Okay. Ja, das war's mit dem Unboxing. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Däumchen nach oben. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr Lust drauf habt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.